Hey Leute, das ist ganz Hyam. Willkommen bei WTN Germany. Die Insel befindet sich in unmittelbarer Nähe der Gaslecks in den Nord Stream Pipelines. Ob es sich um einen Sabotageakt handelt, ist noch unklar. Auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm ist es am Montagmorgen zu einem vollständigen Blackout gekommen. Wie der ortsansässige Energieversorger BÜFF um 8.35 Uhr mitteilte, sei um 7.50 Uhr infolge eines Kabelbruchs auf der gesamten Insel der Strom ausgefallen. Die Ursache des Schadens an einem Seekabel zwischen Bornholm und dem schwedischen Festland sei bislang unklar. Zuletzt stand die Insel vor allem wegen ihrer Nähe zu den im Fokus der Öffentlichkeit. EU und NATO gehen inzwischen fest von einem Sabotageakt aus. Ob es sich auch bei dem mittlerweile teilweise behobenen Stroh. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.